So, wir reden ja hier von Herrn Heroini, der wahrscheinlich sogar vom Fach ist und Arzt ist. Wie er da, wie ich da hinterher gehe, wie er da einfach über den Rasen leuchtet und weg ist. Und ja, Fluchtreflex und alles andere sollte eben doch alles sein. Vor allem, dass auch alle anderen Menschen da blitzschnell weg waren, die da um ihn rum waren. Das sieht man ja eindeutig, und sieht man eindeutig, dass er da auch wieder vom Rasen kommt. Und die machen sich einfach keinen Kopf auf. Sie stellen da einfach Pflanzen. Weil er heroinsüchtig ist und das kann man schön sehen und dass er wirklich richtig schöne Schäden hat. Ne? Schön, super schön, die Menschen. Sehr toll. Das war ja astral. Ja, das wollte ich nochmal eindeutig sagen. Nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Also, meine Frau hat mich ja gefilmt, wie ich ihn filme. Ne? Ja. Das ist ja auch das erste Mal gewesen und ist gut. Und, auch das sind ja wohl eindeutige Ergebnisse. Und wie er dann da genau hinter uns hinterherkommt, also was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Und Sie sehen ihn ja dann im Prinzip auch vorher schon mal, wie er im Dunkeln lang geht. Also nur für die Sicherheitsdienste, das haben wir noch nicht hochgeladen. Mhm. Also das ist nicht mehr so zu sehen, aber auch seine Körperhaltung, alles wie er geht, da haben wir auch ein Video von. Und Sie sehen ihn, glaube ich, er läuft mir auch ins Bild rein, wie ich dann erzähle, an der Postdequenz, da läuft er auch vorbei. Jetzt sehen wir ihn andauernd und man will Normalität machen und auch im Bahnhof, auch vor dem Bahnhof und überall sieht man die unglaublichsten Sachen mit uns und für uns an. Man sperrt uns wieder und so weiter, alles, was wir geschildert haben. Da sagen wir nicht genau was zu und das wollten wir dann nochmal eindeutig sagen, weil das sieht man da so richtig da. Ne? Danke für die Aufmerksamkeit.